Und als erster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Klubobmann Magister Andreas Schieder. Dankeschön, schönen guten Morgen, Frau Präsidentin, Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Die SPÖ hat sich entschieden, in den kommenden Monaten noch Maßnahmen voranzutreiben, die vor allem auf den Schwerpunkt Arbeit, Beschäftigung schaffen, Wirtschaft und Bildung liegen. Das ist aus unserer Sicht, wenn man faktenbasierte Politik machen will, wenn man österreichorientierte Politik machen will, auch durchaus notwendig. Wie steht unser Land da? Österreich hat es immerhin geschafft, jetzt wieder ein Wirtschaftswachstum zu haben, das erstmals seit Jahren über den Werten der Eurozone liegt. Die Arbeitslosigkeit, unser größtes Sorgenkind, beginnt zu sinken. Übrigens entgegen dem, was uns die Wirtschaftsforscher prognostiziert haben. Aber gerade wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, ist der Weg noch nicht zu Ende, weil die Arbeitslosigkeit und das Niveau vor allem in einzelnen Problemgruppen des Arbeitsmarkts noch immer zu groß ist und zu hoch ist. Das heißt, das politische Ziel muss sein, neue Jobs zu schaffen, indem man investiert in Bildung, in Ausbildung, aber auch die Wirtschaft ankurbelt. Die Aktion 20.000, die unser Sozialminister Alois Stöger vorgestellt hat, ist eine Maßnahme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit jener Generation, die über 50 Jahre alt ist, jener Langzeitarbeitslosen im Alterssegment 50 plus, die sehr oft alleine deshalb, weil sie so alt sind, die alleine deshalb, weil sie längere Zeit schon keinen Job mehr gehabt haben, sich oft schwer tun, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und daher ist dieses Programm auch ein Meilenstein zur Senkung der Arbeitslosigkeit, weil wenn man 20.000 Arbeitsplätze schafft für Langzeitarbeitslose, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Uns ist auch wichtig, dass diese Maßnahme jetzt, wo der Aufschwung langsam wieder kommt, genau jetzt kommt, um dieser Gruppe auch hier ein Zeichen der Hoffnung und der Möglichkeiten zu geben. Und es ist uns auch wichtig, dass diese Maßnahme kommt. Weil es ja lange diskutiert worden ist, soll man das überhaupt machen oder nicht, darf ich auch den ÖVP-Gemeindebund-Obmann zum Beispiel zitieren, der seit Monaten auch auf die Umsetzung dieser Maßnahme drängt. Auch der Beschäftigungsbonus ist eine zweite Maßnahme für den Arbeitsmarkt, die uns ganz besonders wichtig ist. Und gerade in den letzten Monaten oder Wochen ist es ja intensiv diskutiert worden, soll man es machen oder nicht. Und wir Sozialdemokraten haben immer gesagt, der Beschäftigungsbonus ist ein ganz, ganz wichtiges Element, auch zur Unterstützung positiver Arbeitsmarktpolitik. Es ist ein Instrument, das Unternehmen, die zusätzliche Mitarbeiter einstellen, die Hälfte der Lohnnebenkosten refundiert, also Unternehmen subventioniert dafür, dass sie Arbeitsplätze schaffen und Leute einstellen. Das ist an sich eine ungewöhnliche Maßnahme, aber meiner Meinung nach gerade in dieser Situation des Arbeitsmarkts eine ganz, ganz wichtige und richtige. Denn wenn die Arbeitslosigkeit weiterhin hoch ist, glaube ich, gilt es nicht nur auf die Wirtschaftswachstum zu setzen, sondern genau mit so zielgerichteten Maßnahmen hier auch Chancen zu setzen. 2 Milliarden Euro werden in diesen Bereich investiert und es ist jetzt offensichtlich nach längerem Hin und Her, das gehört auch zur Politik, aber gelungen, dass ab 1. Juli 2017 diese Unterstützung auch kommt. Das halte ich auch deshalb für wichtig, weil ja viele Unternehmen auch schon auf diese Maßnahme vertraut haben und Leuten auch schon Jobs angeboten haben und Einstellungszusagen gegeben haben. Hier sieht man, dass es manchmal auch möglich ist, die Interessen von Unternehmern und Arbeitnehmern so zu kombinieren, dass es gut ist für unsere Republik. Lassen Sie mich aber auch noch, weil gerade für die Zukunftsfragen die Bildungsfrage eine zentrale ist, auch dazu noch etwas sagen. Denn ein Bildungspaket, das mehr Autonomie schafft, mehr Flexibilität schafft, mehr Modernität in den Klassenräumen schafft, ist das, was wir uns wünschen. Es braucht allerdings für diese Maßnahme hier auch eine Zweidrittelmehrheit. Die Gespräche sind geführt worden, sehr intensiv. Ich glaube, man hat sich sehr weiterentwickelt. Und daher ist mein Appell auch, abzurücken, immer wieder was Neues dazuzupacken als Jungteam. Denn wenn man eine Maßnahme will, dann soll man im Thema verhandeln, dann soll man schauen, dass man im Thema weiterkommt, aber nicht immer was Neues dazupacken. Dann bleibt sehr schnell der Eindruck, dass
der ÖVP-Wirtschaftsminister und Wissenschaftsminister Mara bereit ist, zu riskieren, dass es nicht kommt. Was schade wäre, denn er hat immerhin viele Monate hier auch investiert. Und als letzter Punkt, nämlich zur Sicherheit unseres Sozialsystems. Wir haben gehört, wie der designierte ÖVP-Chef von der ÖVP neu verkündet hat, er will eine Steuersenkung im Ausmaß von 14 Milliarden Euro machen. Und wenn man sich dann das Bundesbudget anschaut, wo es denn diese 14 Milliarden einzusparen wären, heißt immer, wir sparen das ein. Nur wenn man schaut, 14 Milliarden Euro, außer Sebastian Kurz hat Millionen und Milliarden verwechselt, dann geht es leicht, weil mit 14 Millionen ginge. 14 Milliarden Euro allerdings, wenn man bedenkt, das entspricht dem gesamten Bildungsbudget. Das heißt, wenn ich 14 Milliarden einsparen will, geht es nicht über die Kürzung von Sozialleistungen für Ausländer. Denn alleine die Mindestsicherung macht österreichweit nur 1,5 Milliarden Euro aus. Wenn ich 14 Milliarden einsparen will, wie es Sebastian Kurz angekündigt hat, dann muss ich reinschneiden beim Gesundheitssystem, beim Bildungssystem und bei den Pensionen. Und wir wissen, sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen in Gesundheit eher mehr Geld als weniger Geld. Wir wissen, dass das Thema Pflege mehr Geld braucht anstatt weniger Geld. Und wir wissen, dass das Thema Bildung eher mehr Geld als weniger Geld braucht. Wenn man bei den Pensionen kürzen will, dann muss man es auch sagen, weil dann heißt es, dass man Altersarmut in Kauf nimmt in Österreich. Das, glaube ich, will keiner. Nur habe ich jetzt auch gelernt, dass im Finanzministerium eine Hartz-IV-Studie vorbereitet worden ist, wo der Eintrag überbleibt, man hat hier eine große schwarz-blaue Sozialabbauagenda. Und dass das keine Chimäre ist, wissen wir, wenn wir in die Nullerjahre unseres Landes zurückdenken. Davor warnen wir, das wollen wir nicht, das ist schlecht für Österreich. Eine Steuersenkung um 14 Milliarden Euro, wie es dem Neo-ÖVP-Chef Kurz vorschwebt, das geht nur mit Einschnitten bei Bildung, Gesundheit und Pensionen, sagte Andreas Schieder.